Well, you're a celebrity now, Vaughn. I gotta do something good to be a celebrity. Not if you do it colorfully. Charlie Sheen hat alles. Und laut ihm selbst ist es höchste Zeit, dass auch wir wissen, wie super das ist. Hey Kinder, euer Vater ist ein Rockstar. Ich bin ein oberaffengeiler Rockstar vom Mars. Er hatte jede Menge Geld und Freunde. Wow, dieser Mann hat die Welt im Griff. Ich gewinne hier und dort, also was? Charlie Sheen lebt seine dunklere Seite schon so lange aus, wie er in der Filmbranche ist. Ein Garant für Skandale seit vielen Jahren. Drogenmissbrauch, Alkohol, Pornostars. Zusammenstöße mit dem Gesetz. Er hat ein Hotelzimmer verwüstet. Und während der letzten 3 Jahrzehnte war sein schlechtes Benehmen scheinbar gut für die Karriere. Die Leute engagieren ihn, um einen Abklatsch seiner selbst zu spielen. Sheens schlechter Ruf machte ihn zum bestbezahlten Fernsehschauspieler aller Zeiten. There's more. Sein Hang zu wilden Eskapaden war zwar gut für seine Karriere, forderte aber auch immer wieder Opfer. Angeblich hielt er seiner damals schon von ihm getrennt lebenden Frau ein Messer an die Kehle. Als seine Probleme eskalierten, wurde sein Engagement vorläufig auf Eis gelegt. Ein Sturm zieht auf und das bin ich. Das war der Tag, als Charlie Sheen die Welt informierte. Ein rasender Torpedo der Wahrheit. Gewonnen, gewonnen, gewonnen! Ich bewege mich durch meinen Bau und lenke euren Blick auf die sturzbesoffenen Herzschläge. Hey, ich habe eine tolle Idee. Geben wir doch einem berühmten Kokser Zugang zum World Wide Web. Ich hatte mehr als Spaß. Ich hatte mich. Das ist das allererste Mal, dass ein Star die Fassade, die man als Prominenter trägt, öffentlich niederreißt. Das ist reiner, unzensierter Charlie Sheen. Ich habe nichts zu verbergen. Keine Ahnung, ob wir wieder zusammenarbeiten. Während Sheen immer mehr die Kontrolle zu verlieren schien, gewann er mit seinen wirren Interviews und Webcasts immer mehr Fans, die begeistert an seinen Lippen hingen. Denn vor dir sitzt der Malibu-Messias, der verdammte Hexenmeister deines neidischen Gesichts. Es war, als ob eine Star-Atombombe explodierte. Beobachter fragten sich, ob Sheen nur eine Rolle spielte. Ich glaube, wir sehen hier eine perfekte Show. Tigerblut tropft von meinen Zähnen. Oder in einer echten Krise steckte. Das war echt und nicht gespielt. Er wird entweder im Krankenhaus enden, denn er ist krank, oder im Gefängnis, oder tot. Hat er es noch unter Kontrolle oder nicht? Oder ist Charlie Sheen ein wandelnder Exzess, der das Leben am Abgrund liebt? I'm tired. I'm so tired of pretending like my life isn't perfect and bitching and just winning every second. Ende Februar 2011 rief Charlie Sheen in der Radioshow von Alex Jones an, um auf die Neuigkeiten zu reagieren, dass seine Hit-Sitcom Two and a Half Men erst einmal eingestellt wurde. Das hatten die Produzenten, darunter auch der leitende Produzent Chuck Lorre, entschieden. Denn Sheen war monatelang zwischen Partys, Krankenhaus und seinem dritten Entzugsversuch innerhalb von einem Jahr herumgetriftet. Es war großartig, eine krasse Tour, die Sinatra, Flynn, Jagger, Richards aussehen lässt wie eine Bande triefäugiger Kinder. Der Schauspieler erfuhr die Neuigkeit, als er gerade einen häuslichen Entzug, wie er es nennt, machte und reagierte explosiv. Sheens Schimpftiraden machten deutlich, dass er anscheinend jeden Bezug zur Realität verloren hatte. You know, I'm an F-18, bro, and I will destroy you in the air, and I will deploy my ordnance to the ground. Es war ein Luftangriff. Schließlich fing er in meiner Sendung mit einem gewaltigen Medienwirbel an. Während das Drama weiterging, hatte die Öffentlichkeit volle Sicht auf eine Karriere und einen Lebensstil, die ihn seit fast 30 Jahren immer extrem nahe am Abgrund wandeln ließen. Charlie Sheens Schauspielkarriere begann Anfang der 1980er mit einer Reihe von kleineren Filmen. Einer der ersten war Blind Rage, Blinder Hass, ein Thriller über zwei Jugendliche auf Mordtour unter der Regie von Penelope Spheeris. Charlie war sehr attraktiv, ganz klar ein aufstrebender Filmstar. Sheen besaß nicht nur das Charisma und das Aussehen seines Vaters, sondern war auch ein Naturtalent vor der Kamera. Alles wirkte mühelos. Sein eigentlicher Vollzeitjob war aber das Partyleben. Charlie hat gerne Spaß, das steht außer Frage. Ich habe oft mit ihm Spaß gehabt. Charlie hatte immer diesen Inhalator und ich dachte, er muss sich wohl erkältet haben. Seine Nase macht ihm echte Probleme. Ich wusste nicht, was in diesem Inhalator drin war, aber er machte etwas damit, was die Firma Vic wohl kaum gut geheißen hätte.
Sheen scherte sich nicht um die Konsequenzen seiner Handlungen. Das war damals schon offensichtlich. Nachdem die Dreharbeiten schon zur Hälfte um waren, kam Charlie eines Tages mit einem riesigen Tattoo zur Arbeit, obwohl wir seine Rolle schon gedreht und etabliert hatten, und zwar ohne Shirt und ohne Tattoo. Sheens Ruf als unkonventioneller Freigeist beeinflusste dann auch seine Arbeit in Filmen wie Die Indianer von Cleveland und Hot Shots. Charlie hatte von seinem schlechten Benehmen jahrelang profitiert und es gepflegt und ist damit immer super selbstbewusst umgegangen. Die Leute haben eine feste Vorstellung von seinem Verhalten und glauben, dass das Charlie Sheen ist. Die Leute engagieren ihn, damit er in den Filmen im Wesentlichen einen Abklatsch seiner selbst spielt. Er ist wie ein Pony, das nur einen guten Trick beherrscht. Die Figuren, die sie spielen, stehen immer kurz vorm Absturz. Kaputte Spinner. Gut formuliert. Er hat gesagt, dass diese feine Grenze zwischen dem, wer man wirklich ist, und den Figuren, die man in den Filmen darstellt, manchmal verwischt. Die größte berufliche Belohnung für sein Verhalten jenseits der Leinwand kam 2003, als Two and a Half Men auf Sendung ging. Es ist eine FSK-12-Version seines echten Lebens. Er war immer das Enfant terrible. Die Rolle passte nicht nur perfekt zu ihm, sondern war auch der lukrativste Job in seiner Karriere. Am Ende verdiente er fast $2 Millionen pro Folge, was ihn zum bestbezahlten Schauspieler im Fernsehen machte. Da er dem Sender eine Menge Geld einbrachte, drückten seine Bosse bei seinen Eskapaden häufig ein Auge zu. Die Wahrheit ist, dass er bereits vorher oft in Berührung gekommen ist mit häuslicher Gewalt, Schlägen und Misshandlungen. Sheens Verstöße wurden immer mehr. Ein Krankenhausaufenthalt nach einer nächtlichen Sauftour ging durch alle Medien. Charlie Sheen war 36 Stunden lang auf einer wilden Sauftour. Schließlich erklärte Produzent Chuck Lorre, die Produktion vorübergehend einzustellen und empfahl seinem Star einen Entzug. Aber Sheen hielt nichts vom Konzept der anonymen Alkoholiker, das er bereits 10 Jahre vorher ausprobiert hatte. Sie glauben, dass es für jeden geeignet ist, aber ich habe es satt, an etwas teilzunehmen, das nur eine 5%ige Erfolgsrate hat. Sheen bestand darauf, dass es ihm gut genug ginge, um zu arbeiten. Über die Medien griff er Lorre persönlich an. Und das taten sie. Sheen wurde wenig später gefeuert. So eine krasse Reaktion, so einen endgültigen Schritt hätte ich von Ihnen nicht erwartet. Sheen verklagte sie im Gegenzug auf $100 Millionen. Der Produzent und Schöpfer von Two and a Half Men wurde beleidigt und daraufhin wütend, und Charlie Sheen stand plötzlich ohne Arbeit da. Willkommen bei Sheens Corner. Sheen ging in die Offensive. Ich habe eine Seite, die bin ich und die ist geil und verrückt. Und das ist mehr, als Sie verdienen und mehr, als Sie verstehen. Vielen erschien das Ganze wie ein ganz neues, bizarres Kapitel im Leben des Schauspielers. Aber dieser Lebensstil reichte weit zurück. Bereits mit 15 benutzte er eine gestohlene Kreditkarte für einen speziellen Initiationsritus. Braucht man mit 15 eine Nutte? Es ist super. Nachdem Charlie Sheen 2011 von CBS gefeuert worden war, startete er einen wahren Medienfeldzug. Die Öffentlichkeit war fasziniert. Die Menschen müssen mein Gold hören, während es herausrollt, und nicht erst, wenn es immer mehr verschwindet. Wir befinden uns hier mitten in einer Bewegung, einer Odyssee epischen Ausmaßes. Folgt meinem Plan und ihr werdet gewinnen, gewinnen, gewinnen. Jeder gewinnt. Seine Familie war alarmiert. Wenn er Krebs hätte, wie würden wir ihn dann behandeln? Abhängigkeit ist eine Krankheit, eine Form des Krebses. Sowas interessiert mich nicht. Egal, ob es mein Vater ist oder irgendwer, der vom Himmel fällt. Charlie Sheens Vater war schon immer bereit gewesen, ganz offen und auch öffentlich über die Probleme seines Sohns zu sprechen. Man braucht gleichermaßen viel Sorge wie Liebe und muss ihn wieder aufbauen, und genau das tun wir für ihn. Charlie Sheen hat momentan nichts von beidem. Lass mich in Ruhe mit deinem Urteil. Martin Sheen war in über 30 Jahren voller Eskapaden immer für seinen Sohn da, schon als Charlie mit 15 in der Highschool wegen Kreditkartenbetrugs verhaftet wurde. Er benutzte die gestohlenen Karten, um per Telefon Sachen zu kaufen, darunter auch eine Prostituierte, die ihn entjungfern sollte. Warum braucht man mit 15 eine Nutte? Man kann doch einfach vöbeln, oder? Man braucht keine Nutte, ich verstehe das nicht. Sein Vater zog ihn immer wieder aus der Schusslinie. Wenn man eine Familie mit ausreichend finanziellen Mitteln ist, kann man sich buchstäblich aus allen Gerichtsverhandlungen rauskaufen. Ja, das verleitet ihn noch mehr. Ja, man wird co-abhängig. Aber die anderen Optionen erscheinen noch viel schlimmer.
Hollywoods freizügiges Umfeld und der Reichtum der Sheen-Familie erwiesen sich als gleichermaßen schwierige Hürden. Es ist nicht so, dass Geld oder Ruhm alles zum Guten verändert. In diesem Fall veränderte es alles zum Schlechten. Sheen, der selbst zugibt, ein schlechter Schüler gewesen zu sein, verließ die Highschool kurz vor dem Abschluss nach einem Streit mit einem Lehrer. Er konzentrierte sich lieber auf die Hollywood-Szene der 1980er. Jeder wollte sein Freund sein, jeder wollte ihm etwas geben. Das heißt, sehr viele Versuchungen, denen man widerstehen muss. Die Party hatte begonnen und der Teenager Sheen war mittendrin. In späteren Interviews gab er zu, dass Kokain schon bald ein fester Bestandteil seines Lebens war. In den 80ern ging es in L.A. und Hollywood richtig ab. Es war super, echt dekadent, eine einzige Party. Wir wollten Spaß haben und uns vergnügen. Wir wollten niemandem schaden, sondern einfach nur Spaß haben, ganz banal. Auf der Leinwand trat Sheen mit Filmen wie Die rote Flut und Blind Rage, Blinder Hass in die Fußstapfen seines Vaters. Er war wie ein eingesperrtes Tier, das versuchte, aus dem Käfig auszubrechen. Er schien eine gewaltige Menge unkontrollierbarer Energie zu haben. Charlie Sheen, der nur wenige Jahre jünger ist als sein Bruder Emilio Estevez, hatte das gleiche gute Aussehen und die gleiche Leichtigkeit vor der Kamera wie der Rest seiner Familie, aber auch ein Talent für Komik. Drugs? Thank you, no, I'm straight. I meant, are you in here for drugs? Why are you here? Drugs. Mit 20 wurde er von Regisseur Oliver Stone ausgewählt, in seinem Film Platoon mitzuspielen. Stones Entscheidung, Sheen in seinem Vietnam-Epos zu besetzen, war zweifellos von Martin Sheens ikonischer Rolle in Apocalypse Now beeinflusst. Obwohl dieser übermächtige Schatten seines berühmten Vaters über ihm hing, nahm der junge Sheen die Herausforderung an und schaffte es, diese Last auf seinen unerfahrenen Schultern zu tragen. Ich wage mich mal vor und sage, dass er keine formale Ausbildung hatte. Aber er hat wohl einiges Schauspieltalent geerbt. Er war gut. Das Risiko zahlte sich aus. Sheen gewann das Lob der Kritiker und Platoon 1987 den Oscar als bester Film. In seinem nächsten Film Wall Street, wieder mit Oliver Stone, spielte er einen gierigen jungen Börsenmakler. Thank you, Mr. Gecko. Thank you for the chance. You will not regret this. You're with a winner. Als Kind hatte Charlie Sheen bereits als Komparse in einem der Filme seines Vaters mitgespielt. In Wall Street waren sie das erste Mal auf Augenhöhe. Come on here, put this towards your school off. Forget the loans. Look, Dad, things are good and it's gonna stay that way. Sheen war 22 und mit seiner Karriere lief es hervorragend. Abseits der Leinwand arbeitete er hart an seiner Rolle als Bad Boy Hollywoods. Wir haben viele verrückte Dinge gemacht. Ich war derjenige, der ihm beigebracht hat, wie man ein Hotelzimmer verwüstet. Als wir in Florida waren, habe ich ihm gezeigt, wie ein Rockstar sowas macht. Denn sein erster Versuch war, wie er selbst ganz offen zugeben würde, nicht gerade seine beste Arbeit. Er hatte jede Menge Geld, Freunde und Mitläufer. Und wenn das die Art Königreich ist, die man will, dann sah es eine Weile so aus, als ob Charlie Sheen nichts falsch machen konnte. Da ihm damals die ganze Welt zu Füßen lag, waren die 1980er zweifellos ein Höhepunkt in Sheens Leben. Deutlich wird das auch in seinen jüngsten Interviews und Online-Tiraden, die übersät sind mit veraltetem 80er-Jahreslang. Echt krass. Ein hammermäßiges Rockstar-Leben. Die Geilo-Geilomaten-Liste. Wer sagt heute noch geil oder krass aus einem Action-Filmstar der 80er? Top Gun Rockstar. Entweder Depri oder High. Großartig. Aber falls Sheen tatsächlich in den 1980ern feststeckt, dann in einer idealisierten Version des Jahrzehnts, ohne AIDS und Drogenüberdosen, was ständig in den Nachrichten war. Sheen hatte großes Glück, dass er diese Zeit überlebte. Das junge Hollywood in den 1980ern hatte nichts zu verlieren. Wir hielten uns für unverwundbar. Bis 1989 war Sheens Ruf bereits allseits bekannt und seine markante Rolle in dem Baseballfilm Die Indianer von Cleveland war maßgeschneidert für ihn. Da gibt es wohl kaum Zweifel. Sheen ist ein verdammt guter Schauspieler. Die Grenze zwischen seinen Filmrollen und seinem echten Leben begann immer mehr zu verwischen. Bis Ende der 80er kannte ihn jedes Kind. Im folgenden Jahrzehnt begann sein Stern zu sinken, während der Schauspieler gleichzeitig immer mehr Schlagzeilen mit seinem Privatleben machte. Es sollte Sheen vom Rockstar zum absoluten Tiefpunkt führen. In der jüngsten Flut von Interviews äußerte sich Sheen sehr offen und großspurig über sein Faible für Pornostars und Prostituierte. Sie sind die Besten in dem, was sie tun. Und ich bin der Beste in dem, was ich tue.
Charlie Sheen hatte schon immer ganz eigene Ansichten über Beziehungen. Mit 15 bezahlte er eine Prostituierte, um ihm seine Jungfräulichkeit zu nehmen. 30 Jahre später ist seine Meinung zu sexuellen Dienstleistungen noch immer die gleiche. So ist er. So war er schon immer. Wenn nur alles im Leben so einfach wäre. Wer will schon den ganzen Smalltalk und Quatsch? Man zahlt dafür, dass das wegfällt. Keine Ahnung, für mich macht das Sinn. Sie würden doch denken, dass dieser Typ in der Lage sein müsste, ein Date zu bekommen. Er sieht ziemlich gut aus, hat Tonnen von Geld und jede Menge Glamour. Trotzdem bevorzugt er es, seine Beziehungen mit Frauen auf finanzielle Transaktionen zu beschränken. Er hat Spaß, massenhaft Geld und ständig ein paar heiße Schnecken an seiner Seite. Klingt für mich nicht gerade schlecht. Er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er nicht für den Sex bezahlt, sondern dafür, dass sie wieder verschwinden. Allerdings hat Sheen sich zwischen seinen Jugendsünden und seiner gegenwärtigen Situation auch mehrmals an Beziehungen versucht. Er datete mehrere aufstrebende Schauspielerinnen und verlobte sich mit Kelly Preston. Die Verlobung war aber nur von kurzer Dauer. Sie endete, nachdem Sheen beim Ausziehen seiner Jeans eine geladene Pistole aus der Hose fiel, die losging und Preston an Arm und Knöchel streifte. Das Paar trennte sich und Sheen begann mit Pornodarstellerinnen wie Ginger Lynn Allen und Heather Hunter auszugehen. Es war eine Möglichkeit, auf großem Fuß zu leben. Gerade so viel, dass die Leute ihn immer noch anziehen fanden. Die 1990er verbrachte Sheen damit, zwischen ernsthaften Beziehungen und Affären hin und her zu wechseln. 1995, dem gleichen Jahr, in dem er das Elite-Agentur-Model Donna Peel heiratete, kam heraus, dass auch er Kunde der gerade aufgeflogenen Escort-Service-Chefin Heidi Fleiss gewesen war. Während Fleiss andere Kunden überall in Los Angeles Angst vor dem Skandal hatten, trat Sheen ohne Reue in den Zeugenstand und gab zu, dass er mehr als $53.000 für Fleiss Escort Service ausgegeben hatte. Er war der Einzige, der sagen konnte, was er wollte und sich keine Sorgen darüber machte, geschnitten zu werden. Charlie steht dazu und sagt, scheiß doch auf alle, ich habe Spaß und das ist mein gutes Recht. Er spielt böse Jungs, also was macht es, wenn es auch im echten Leben so ist? 1995 kam es zu einem Vorfall, der nur der erste Schritt einer alarmierenden Tendenz in Sheens Privatleben sein sollte. Eine Studentin erstattete Anzeige und behauptete, dass Sheen sie wiederholt auf den Kopf geschlagen hätte, als sie sich weigerte, mit ihm Sex zu haben. Der Fall wurde 1996 außergerichtlich geregelt. Im gleichen Jahr ließen sich Peel und Sheen scheiden. Bald danach verbrachte Sheen seine Zeit wieder mit Pornostars und Prostituierten. Ein Jahr später war er angeklagt, seine Freundin, die Pornodarstellerin Brittany Ashland, angegriffen zu haben. Sheen bestritt die Vorwürfe nicht. Das Gericht verurteilte ihn zu 2 Jahren Bewährung und $2.800 Geldstrafe. Das Beunruhigendste an dieser ganzen Geschichte ist die Misshandlung von Frauen. Die Wahrheit ist, dass er bereits vorher oft in Berührung gekommen ist mit häuslicher Gewalt, Schlägen und Misshandlungen. Dieser Kerl lässt sich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren von seinen Fäusten und seinem Wahnsinn leiten. Obwohl Sheens zweite Ehe mit der Schauspielerin Denise Richards frei von solchen Vorfällen zu sein schien, ließ sich auch Richards 2005 von Sheen scheiden, während sie noch immer mit ihrem zweiten Kind schwanger war. Als Grund gab sie Gewaltandrohungen und Drogenmissbrauch an, was zu weiteren Spekulationen über Sheen führte. Ich denke, jeder, der versucht, eine Beziehung aufzubauen und sie zusammenzuhalten, erlebt irgendwann solche instabilen Phasen. Für einen Kerl wie Charlie ist die Vorstellung schwierig, mit einem echten menschlichen Wesen mit konkurrierenden Bedürfnissen umgehen zu müssen. In diesem Machtkampf, zu dem alle Beziehungen ab und zu werden. Und genau wie bei vielen anderen Männern ist es mit ihm durchgegangen. Und er hat etwas Schreckliches getan. 4 Jahre später musste Charlie Sheen sich erneut wegen häuslicher Gewalt verantworten, als seine dritte Frau, Brooke Mueller, am Weihnachtstag die Polizei von Aspen verständigte, nachdem sie von Sheen bedroht worden war. Sie behauptete, dass Charlie ein Messer rausgezogen und sich auf sie gestürzt hätte. Die Polizei von Aspen fuhr zum Haus und fand dort Beweise, dass genau das passiert war. Es gab eindeutige Indizien für einen Kampf. Sheen wurde verhaftet und verbrachte Weihnachten im Gefängnis. Der Vorfall war zu diesem Zeitpunkt nur wenig überraschend. Das Beunruhigendste an Charlie Sheens Situation ist, dass er einen Ausfall nach dem anderen hat.
Sheen bekannte sich schuldig und wurde im Austausch nur zu einem 30-tägigen Entzug verurteilt. Die Anklage wegen eines schweren Verbrechens wurde fallen gelassen. Ich finde es erstaunlich, dass er so leicht davonkam. Er hatte bereits Anklagen wegen Misshandlung von Frauen. Er hat ihnen Messer an die Kehle gehalten und sie angeblich auch gewürgt. Und dann kommt er mit einem geringfügigen Vergehen davon, das heißt ohne Haftstrafe, Bewährung oder andere Auflagen. Er wird völlig anders behandelt als jeder andere. Dieser Fall schrie förmlich ungerechter Prominentenbonus. Der Vorfall war ein weiterer Hinweis dafür, dass Sheen nicht nur den Kampf gegen die Drogen, sondern die gesamte Schlacht verlor. Ich denke, ein Teil der Fälle häuslicher Gewalt gegen seine Partnerinnen spiegeln auf eine Art die andere Seite seiner Sexsucht wider. Genau wie bei der Tablettensucht geht es darum, sich selbst zu betäuben, bis man keinerlei Angst mehr spürt, auf dieser Welt zu leben und Gefühle zu haben. Sheens sexuelle Obsessionen waren alarmierend, aber er sollte der Welt schon kurz darauf zeigen, wie tief ihn seine anderen Süchte herunterziehen können. Ich bin auf einer Droge namens Charlie Sheen. Charlie Sheens Appetit auf Laster ist, wie er selbst gerne jedem erzählt, großartig. Ich habe mir 7 Gramm Crack reingezogen. Ich kenne nur einen Gang. Los! Es war eine Seite von ihm, die wir bisher noch nie gesehen hatten. Es hat mich schockiert, dass er auf seine Partyexzesse auch noch stolz war. Der Trip, auf dem ich war, ließ Sinatra, Flynn, Jagger, Richards und all die anderen wie ein paar triefäugige Kinder aussehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand in Hollywood jemals so ehrlich war. Er hatte von Anfang an darüber gesprochen, von den Tonnen von Drogen, die er nahm, von all seinen Ausfällen. Das ist seine Nummer. Jeder weiß, dass er einen Suchtcharakter hat. Das ist kein Geheimnis. Aber er kümmert sich um das, um was er sich kümmern muss. Zu den Anfängen seiner Karriere war der Kokainkonsum in Hollywood relativ üblich. Das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Wenn ich in die Büros kam, sagten sie als erstes: Macht vor unserem Meeting bitte noch Penelopes Nase. Und dann ging ich mit irgendeiner Sekretärin einen Gang lang, zog mir ein paar Lines rein und ging dann ins Meeting. Verstehen Sie? In den 80ern war das ganz normal. Sheens Familie zeigte Charlie, dass die 1980er vorbei sind, als sie sich in den 1990ern einmischten. Sheen willigte ein, einen Entzug zu machen. Wenn er mit etwas aufhören will, hört er auf. Wenn er mit etwas anfangen will, fängt er an. Sheen blieb genau ein Jahr und einen Tag trocken und drogenfrei. Diese ganze Idee, auf Entzug zu gehen, 366 Tage clean zu bleiben und am nächsten Tag wieder mit dem Trinken anzufangen, was wollte er damit beweisen? Dieses typische verkrampfte Zählen. Wie viele Tage müssen vergehen, bis ich meine Ansicht ausreichend bewiesen habe und wieder anfangen kann, mich regelmäßig zuzudröhnen. Das ist etwas, das jeder Alkoholiker und Drogenabhängige durchmacht. Was auch immer er damit bezweckte, die Botschaft war klar. Charlie Sheen mochte seine Laster. Er tut doch nichts, was nicht auch jeder andere, den ich kenne, tun würde. Ausgehen und Spaß haben. Nur, dass es bei anderen keine Folgen hat, weil sie keinen Promi-Status haben. Er will nicht, dass ihm andere sagen, wie er sein Leben führen soll. Und das geht wirklich niemandem etwas an. Was er tut, wann er es tut, mit wem er es tut und wo er es tut, ist seine Sache. Where he does it, it's his own affair. Einen Großteil der 1990er verbrachte Sheen damit, seinen niederen Instinkten zu folgen. Für seinen Lebensunterhalt sorgten Filme, die nur auf Video rauskamen. Wenn die Welt fair wäre, hätte Charlie in den 90ern dieser große Filmstar in George Clooney-Manier sein sollen. Ich weiß nicht, was passiert ist. The special appearance by Charlie Sheen. Right there! A letter from Death Row. Stattdessen gab sich Sheen größtenteils mit reinen Videoveröffentlichungen zufrieden, spielte in fast einem Dutzend B-Movies mit und gründete eine Produktionsfirma mit seinem langjährigen Freund Bret Michaels. Wir konnten ausgehen, die ganze Nacht wegbleiben und am nächsten Tag kurz das Ding fertig machen. Dank der unbedeutenden Jobs konnte Sheen weiterarbeiten und Partys feiern. Bis er sich 1998 in einem Drogenexperiment Kokain spritzte und im Krankenhaus landete. Während er behandelt wurde, wandte sich sein Vater Martin an die Presse. Das ist kein leichter Moment für uns, aber mein Sohn wurde hier gestern infolge einer Drogenüberdosis eingeliefert. Der Vorfall war ein alarmierender Weckruf und Sheen ging wieder einmal auf Entzug. Monate später tauchte er wieder auf, mit klaren Augen aufrichtig und bereit zu arbeiten. Etwa im dritten Monat begann es für mich Sinn zu machen. Ich fing an, den Fortschritt bei mir zu spüren.
Es ist ein deutlich anderer Charlie Sheen, sehr viel ruhiger, ausgeglichener, sanfter, gelassener und klarer. Nachdem er es geschafft hatte, 2 Jahre clean zu bleiben, bekam er auch die Gelegenheit zu einem beruflichen Neuanfang, indem er Michael J. Fox in der Sitcom Chaos City ersetzte. Im gleichen Jahr begann auch eine neue Phase in seinem Privatleben. Am Set des Films Good Advice, Guter Rat ist teuer, lernte er die Schauspielerin Denise Richards kennen. 2 Jahre danach heirateten die beiden. 2003, 5 Jahre nach dem Beginn des Entzugs, wurde Charlie Sheen für Two and a Half Men engagiert. Eine Sitcom wie maßgeschneidert für ihn. Er spielte darin einen in Malibu lebenden Frauenhelden und Partyhengst namens Charlie. Als sie die Serie entwickelten, sagte Chuck Lorre, es gibt nur eine Person, die diese Rolle spielen kann, und das ist Charlie Sheen. Sie war so toll geschrieben, so gut gedreht, so gut besetzt und oft so herrlich gemein. Betsy. Charlie. Jake. Nobody asked you. Niemand möchte gern jeden Morgen einen verkaterten Flegel wie Charlie Sheen auf seinem Sofa haben. Aber so einen Typen quasi metaphorisch bei sich zu Hause über den Fernseher zu begrüßen, ist ein echtes Vergnügen. Man muss einfach lachen, weil diese Figur uns so herrlich die menschliche Natur vor Augen führt. Sie wollen ihm zuschauen, und zwar dabei, wie das Leben die Kunst imitiert und wie die Kunst das Leben imitiert. Ich finde, Charlies größte Qualität ist sein Sinn für Humor. Und das sieht man heute noch deutlicher. Über die Jahre wurde das immer ausgeprägter. Two and a Half Men war ein unerwarteter Smash-Hit. Laut Suchtexperten ist plötzliches Glück oder Erfolg das Gefährlichste, was einem ehemaligen Süchtigen passieren kann. Charlie Sheen sollte diese Ansicht schon bald auf spektakuläre Weise beweisen. Es war eine schlechte Entscheidung, mit Charlie Sheen zurück ins Plaza zu gehen. Es wurde eine wirklich schlimme Nacht. Wow, das schmeckt wie meine Zähne. Aber das ist egal, schließlich hat Sheen es geliefert. Lasst sie der Raketentreibstoff sein, der in der Spitze eures Säbels lebt. Könnt ihr den Betrüger riechen, der im Inneren lebt? Als Charlie Sheen im Februar 2011 einen sehr öffentlichen Feldzug mit wütenden Schmähreden begann, war er alles andere als ein erledigter Star, der nichts mehr zu verlieren hatte. Die CBS-Sitcom Two and a Half Men, in der er die Hauptrolle spielte, war ein Dauerbrenner und hatte ihn zurück an die Spitze gebracht. Nach einem Jahrzehnt voller Eskapaden, die nicht nur in seiner Karriere, sondern auch in seinem Privatleben ihren Tribut gefordert hatten, schien er endlich seine Dämonen besiegt zu haben. Er ist ein Gewinner und einfach unverwüstlich, und ich denke nicht, dass irgendjemand, der ihn kennt, etwas anderes behaupten würde. Two and a Half Men brachte Sheen am Ende $1,8 Millionen pro Folge ein. Aber laut Suchtexperten könnte es genau dieser Erfolg gewesen sein, der Sheen in seine alten Gewohnheiten zurückfallen ließ. Er ist der höchstbezahlte Schauspieler der Welt. Es ist kein Zufall, dass er genau dann einen Rückfall hatte, als er wieder zu Ruhm und Geld kam. 2005 reichte Denise Richards, während sie noch schwanger mit ihrem 2. Kind war, die Scheidung ein. Vor Gericht behauptete Richards, dass Sheen sie verbal und körperlich misshandelt habe und sie um die Sicherheit ihrer Kinder fürchten würde. Die Scheidung wurde am 17. November 2006 rechtskräftig. Beruflich lief es für Sheen noch immer hervorragend. Er war 4 Jahre in Folge für einen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie nominiert. Seine Bosse bei CBS waren vom Erfolg der Show begeistert. Er brachte Geld ein in einer Zeit, als Sitcoms eigentlich nicht mehr lukrativ waren. 2008 heiratete Sheen Brooke Müller, eine Schauspielerin, die laut der Klatschpresse seinen Hang für Party-Exzesse teilte. 2009 bekam das Paar 2 Zwillinge, 2 Söhne, aber nur 9 Monate später schien es offensichtlich Probleme zu geben, wie der Notruf von Brooke am 1. Weihnachtsfeiertag zeigt. Tell me exactly what happened. No, my husband had me with a knife and I was scared for my life and he threatened me. Der Vorfall war nur ein Auftakt. Im folgenden Jahr kam es zu einer ganzen Reihe unberechenbarer und manchmal auch gefährlicher Ausfälle Sheens. Im Oktober 2010 berichtete RadarOnline.com von Sheens wilder Nacht im New Yorker Plaza Hotel. Charlie Sheen hatte in einer einzigen Nacht Zehntausende von Dollar für Alkohol ausgegeben. Ebenfalls anwesend in dieser Nacht war Capri Anderson, eine 22-jährige Pornodarstellerin, der man $3,500 gezahlt hatte, um sich Sheens Gruppe anzuschließen. Es war offensichtlich, dass er im Verlauf der Nacht immer zugedröhnter wurde. Er rauchte auch Crack und schnupfte Kokain. Ich traf die schlechte Entscheidung, das Restaurant zu verlassen und mit Charlie Sheen zurück ins Plaza zu gehen. Es wurde eine wirklich schlimme Nacht.
Anderson sagt, dass sie dann im Hotelzimmer plötzlich Charlie Sheens mittlerweile schon legendäre dunkle Seite kennenlernte. Sie massierten sich gegenseitig und plötzlich rastete Charlie Sheen aus. Ich lief schnurstracks ins Bad und kam gar nicht dazu, zu überlegen, was da los sein könnte. Stühle wurden geworfen, Lampen gingen zu Bruch, der Kronleuchter über dem Bett war runtergekommen und zerbrochen. Ich bin im Bad und fast nackt. Alles außer meinem Handy ist draußen in diesem Zimmer. Ich höre nur, dass dort alles zu Bruch geht, aber ich habe keine Ahnung, was da draußen wirklich passiert. Der Sicherheitsdienst vom Plaza ruft das NYPD an, das daraufhin anrückt. Charlie ist geistig verwirrt, nackt und rennt völlig neben sich durch das Zimmer. Irgendwann schien es ruhiger zu werden. Ich setzte mich sofort auf den Rand der Badewanne und fing an zu weinen. Ich dachte nur, puh, es war so... Sie stellten Charlie vor die Wahl. Entweder sie gehen jetzt sofort ins Gefängnis oder wir bringen sie ins Krankenhaus. Und genau das passierte dann auch. Charlie Sheen wurde noch in dieser Nacht eingewiesen, weil er völlig zugedröhnt und nicht bei Verstand war. Dieses Mal grenzte Sheens Talent, einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen, schon beinahe ans Unglaubliche. Charlie Sheen ist sowas wie der neue Teflon-Pate. Er begeht all diese Verbrechen, aber nichts scheint an ihm haften zu bleiben. Im Januar 2011 ging es mit der Abwärtsspirale in Sheens Haus in Kalifornien weiter. Charlie Sheen feierte eine wilde 36-Stunden-Party mit Alkohol, Drogen und Crack. Laut eigener Aussage zog er sich, Zitat, 7 Gramm Crack in einer Sitzung rein. Wieder hatte er ein paar hochpreisige Pornostars dabei und gemeinsam feierten sie mächtig ab. Eines Morgens fiel er dann plötzlich zu Boden und krümmte sich vor Schmerzen. Yes, hi. My name is Dr. Nassif. I live in Beverly Park in Beverly Hills. Yes, sir. I just got a call from the residence of Charlie Sheen. I got him on the phone and he was very, very intoxicated. Also, apparently in a lot of pain. Kind of weird, the phone call I received. Sheens Pressevertreter erklärten die Einlieferung ins Krankenhaus mit, Zitat, Bauchschmerzen. Aber schon am nächsten Tag wurde bekannt gegeben, dass Sheen wieder auf Entzug geschickt worden war. Sein Presseagent gab eine Erklärung raus, in der es hieß, dass er an einen geheimen Ort geht. Es stellte sich heraus, dass der Ort nicht ganz so geheim war. Es war sein eigenes Haus. Das war für CBS und Warner Brothers der Auslöser, die Produktion der Serie zu stoppen, damit Charlie Sheen sich die Hilfe holen konnte, die er ihrer Meinung nach brauchte. Kurz darauf gab CBS bekannt, dass sie den Rest der aktuellen Staffel von Two and a Half Men absagen würden, obwohl ihr Star darauf bestand, weiterzuarbeiten. Sheen verstand das als Beleidigung und griff den Produzenten Chuck Lorre über das Radio an. I've spent, I think, close to the last decade, I don't know, effortlessly and magically converting your tin cans into pure gold. And the gratitude I get in this get is this charlatan chose not to do his job, which is to write. Clearly someone who believes he is above the law. Well, you've been warned, dude. Bring it. Anstatt sich für seinen Rückfall zu schämen, wählte er die entgegengesetzte Richtung, nämlich Arroganz und Größenwahn, und verteidigte das Ganze auch noch. Ich habe es satt, so zu tun, als ob ich nicht etwas Besonderes bin, ein affengeiler Rockstar vom Mars. Auf Sheens Schimpftiraden im Radio folgten die mittlerweile berühmt-berüchtigten Fernsehinterviews, nach denen er dann offiziell gefeuert wurde. Manchen kam es vor wie Heuchelei seitens der Produzenten, die Sheens Ausfälle schließlich 8 Staffeln lang toleriert hatten. Es geht nicht nur darum, dass sie nicht frühzeitig genug etwas unternommen haben. Sie haben sich hingestellt und gesagt, das ist nicht unser Problem. Er kommt jeden Tag zur Arbeit und macht seinen Job. Es gibt nichts, was wir tun könnten. Er hätte schon ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr früher gefeuert werden müssen. Aber sie weigerten sich, den Stecker zu ziehen, wegen des Geldes. Wenn er Leute kritisiert, ist das plötzlich genug, um den Vertrag zu kündigen? Was ist mit seinen moralisch verwerflichen Handlungen und Verbrechen und seinem Verhalten in einer Sendung eines großen Senders? Das sind die Fragen, die wir alle hatten und die noch immer unbeantwortet sind. Sheen wollte auch antworten und startete seinen eigenen Medienfeldzug, um sie einzufordern. Ein Sturm zieht auf, und das bin ich. Aber stattdessen sollte Sheen schon bald darauf seine Kinder verlieren, Weltrekorde brechen und eine enorme Internetpräsenz entwickeln. Gewonnen! Gewonnen! Nachdem CBS im Februar 2011 angekündigt hatte, dass sie Two and a Half Men auf unbestimmte Zeit einstellen werden, damit Charlie Sheen einen Drogenentzug machen kann, gab der Schauspieler eine Reihe wütender Interviews, in denen er seine Abstinenz beteuerte und über die Verantwortlichen schimpfte.
this charlatan chose not to do his job, which is to write. Clearly someone who believes he is above the law. Charlie Sheen ist es mit seiner Wut über Chuck Lorre und einige der Leute bei Warner Brothers todernst. Dieser Mann hatte Feuer in seinen Augen. Das ist keine Show. Ich glaube nicht, dass er irgendwie versuchte, mir etwas vorzuspielen. Er ist nicht der Typ, der etwas auf sich beruhen lässt. Wenn er etwas zu sagen hat, sagt er es auch. Es ist eine globale Reality-Show, in der jemand gegen die Leute Krieg führt, die ihm Unrecht getan haben. Er sagt seine Meinung und verteidigt seine Ehre, und das ist doch berechtigt. Sheen wies die Behauptungen des Senders, dass er noch immer Drogen konsumieren würde, wütend zurück und äußerte sich in Interviews abfällig über übliche Behandlungsmethoden. The only thing I'm addicted to right now is winning. This bootleg cult, arrogantly referred to as Alcoholics Anonymous, reports a 5% success rate. My success rate is 100%. Do the math. I have a disease? Bullshit, I cured it. With my brain. With my mind. Nach diesen manischen, surrealen Tiraden waren die Leute alles andere als überzeugt. Einen Tag wirkte er recht stabil, am nächsten sprach er mit Hochgeschwindigkeit und am übernächsten völlig wirr. Der Radar Online-Redakteur Dylan Howard kommunizierte mit Sheen per SMS über die Möglichkeit, vor laufender Kamera einen Drogentest zu machen, um seine Behauptungen zu beweisen. Er schrieb, komm doch auf die Bahamas und teste mein Pipi. Hier ist der Deal. Wenn ich bestehe, musst du es trinken. Ich schrieb zurück, du bist 45 Jahre alt, es ist Zeit, dass du anfängst, dich entsprechend zu verhalten. Wir schrieben uns dann noch weiter, SMS, bis er mich schließlich anrief. Und wir waren uns beide einig, dass die Idee, vor laufenden Kameras einen Drogentest zu machen, ihm die Gelegenheit bieten würde, sich entweder zu rehabilitieren oder in eine peinliche Lage zu bringen. Wie ich schon früher sagte, ich habe nichts zu verbergen. Sheen bestand den Test vor laufender Kamera. Er war negativ auf alle illegalen Substanzen. Negativ, 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 negativ. Nach Meinung einiger Drogenexperten ist das nicht genug. Süchtige sind so manipulativ. Sie wissen, was sie tun müssen, um einen Test zu bestehen. Man bleibt 72 Stunden lang clean und trocken und noch in derselben Minute, nachdem man den Test gemacht hat, nimmt man wieder Drogen. Auch wenn der Test negativ ist, hat man nicht unbedingt einen klaren Verstand. Und wir sehen bei ihm dieses sprunghafte Verhalten, das genau dafür typisch ist. Andere glauben, dass Sheen, selbst wenn er hundertprozentig drogenfrei wäre, bereits irreversiblen Schaden davongetragen hat. Charlie Sheen ist nicht bipolar oder verrückt. Er ist auf Entzug von einer der stärksten Drogen, die die Menschheit kennt. Charlie Sheen ist ein Hardcore-Drogensüchtiger. Er hat in einer Sitzung 7 Gramm Crack geraucht. Täglich so viel Crack zu rauchen, zerstört das Gehirn. Zu seinem, wie er selbst sagt, monumentalen Lebensstil gehört auch das Zusammenleben mit 2 Sexpartnerinnen, die er selbst die Göttinnen nennt. Das Model Natalie Canley und die Pornodarstellerin Brie Olsen. Wer könnte es besser haben als ich, wo ich doch euch habe? Soll das ein Scherz sein? Die Göttinnen? Kann man die Bedeutung des Wortes Göttin noch mehr verzerren? Das ist das neue Normal in Sheenland. Sheens Angeberei hatte in der realen Welt einige hässliche Konsequenzen. In einem Video, das von Radar Online gedreht wurde, sieht man, wie Sheen seine kleinen Zwillinge ruhig der Polizei übergibt, nachdem Brooke Mueller eine einstweilige Verfügung erwirkt hatte, weil Sheen ihr angeblich Droh-SMS geschickt hatte. Ich liebe dich, kleiner Mann. Ich sehe dich bald wieder, vertrau mir. Dein Dad lügt nicht. Ich sehe dich ganz bald. Ich liebe dich. Er wollte, dass die Kameras filmen, wie Bob und Max in diesen herzzerreißenden Szenen weggebracht werden, weil das der ganzen Sache ein menschlicheres Gesicht verlieh. Als die Lage ernster wurde und man ihm seine Söhne wegnahm, sah man, dass er tatsächlich ein paar Gänge runterschaltete. Was zeigt, dass er es kann. Und dann beginnt man sich zu fragen, wie viel davon nur ein Mittel ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube nicht, dass wir schon mal den echten Charlie Sheen gesehen haben. Es ist eine Zeit der Veränderung, eine Zeit, um mir eine neue Realität zu erschaffen. Egal, ob es gespielt war oder nicht, die wochenlange Medienkampagne brachte Sheen mehr Aufmerksamkeit, als die 25 Jahre voller Eskapaden es je geschafft hatten. Dieser Charlie Sheen, den wir in dem Interview sahen, zog ganz Amerika in seinen Bann. Jeder schaute zu und wie er schon selbst gesagt hatte, er hat gewonnen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Und am nächsten Tag war es schon fest im amerikanischen Gedächtnis verankert. Inmitten des Sorgerechtsstreits und des 100-Millionen-Dollar-Prozesses gegen Warner Brothers startete Sheen die nächste Stufe seiner Medienkampagne.
Er beschloss, sich bei Twitter einzuloggen, um sich selbst ein unzensiertes Forum zu geben, in dem er die Massen ansprechen konnte. Sheens Twitter-Account hatte schon nach dem ersten Tag 1 Million Fans, ein Weltrekord. Schon bald verfolgten über 2 Millionen Anhänger jeden seiner Tweets. Er schrieb jeden Tag neue Mitteilungen, weil er ganz genau wusste, dass sie über Twitter weiterverbreitet werden. Als nächstes startete Sheen einen Livestream-Kanal namens Sheens Corner, über den er eine Reihe manchmal langweiliger, manchmal sehr spannender Webcasts sendete. Diesen Satz habe ich nie gesagt. Pass besser auf. Ich werde meine Predigten schreiben und sie wie Wahrheitstorpedos abfeuern. Und die Leute werden es entweder akzeptieren oder nicht. Gewonnen! Ich bin in einem dummen Flugzeug mit Lärm dran. Das ist das allererste Mal, dass ein Star die Fassade, die man als Prominenter trägt, öffentlich niederreißt. Und ich glaube, das ist das, worauf die Leute reagieren. Fans wie Kritiker haben es verschlungen. Es gibt einen Markt für diesen Typ selbstbewusster Star, den er kreierte. Jetzt, wo ich eine verdammte träge Aufmerksamkeit habe, Welt, lehn dich zurück und genieß es, denn vor dir sitzt der Malibu-Messias, der Hexenmeister deines neidischen Gesichts, der Immobilien gegen diesen Feuertanz eintauscht. Sheen eröffnete eine Website, um offizielle Charlie Sheen Merchandise-Artikel zu verkaufen. Er kündigte auch eine Welttournee an. Ich bringe meinen brutalen Torpedo der Wahrheit mit. Niederlage ist keine Option auf dem Schlachtfeld. Wenn ihr Sieger seid, sehe ich euch dort. Querulanten brauchen sich nicht zu bewerben. Ihr leidet alle an Sheen-Neid. Kauft euer Ticket, geht auf den Trip und der Trip wird euch mitreißen. Die Art und Weise, wie Charlie Sheen den Cyberspace in seinen Bann zog, zeigt, dass er immer ein Publikum haben wird, egal was er tut. Die Show ist noch nicht vorbei. Sheens Krieg mit Warner Brothers, Chuck Lorre, den Medien und seinen 2 Ex-Frauen geht weiter. Und Freunde und Beobachter fragen sich, ob Sheen wohl wirklich gewinnt oder in Wahrheit schon lange verloren hat. Auf der einen Seite ist das großartiges Theater. Auf der anderen Seite hat es auch etwas Gruseliges, jemandem zuzuschauen, der nach der laienhaften Meinung vieler Leute seinen psychischen Verfall öffentlich zelebriert. Dieser Charlie ist anders als der Charlie, den ich sehr gut kannte. Es ist, als ob er auf einem Hochseil balanciert. Die langfristige Prognose für Charlie Sheen ist nicht gut. Er ist jetzt 45 und je älter man wird, desto weniger ist das Gehirn in der Lage, mit so einer starken Droge klarzukommen. Sein Gehirn hat bereits Schaden genommen. Ich hoffe nur, dass er bald seinen Tiefpunkt erreicht und auf ihn zugeht. Denn ich befürchte, wenn er das nicht tut, wird er wie Michael Jackson enden. Die Leute sagen, tu dies, tu das und zeigen mit dem Finger auf ihn. Aber wenn er all das getan hätte, was diese Leute für richtig halten, dann wäre er nicht Charlie Sheen. Ich liebe Charlie Sheen. Ich habe ihn damals geliebt und ich liebe ihn heute. Und ich weiß, dass er viele schlimme Dinge getan hat. Aber ich glaube, dass er auf seine Art dafür bezahlt. Es gibt nur 3 Orte, an denen Charlie enden kann. Und es wird nicht lange dauern, bis wir sehen, wo. Er wird entweder im Krankenhaus enden, denn er ist krank, oder im Gefängnis, oder tot. Ich glaube, er versucht, diesen 3 Uhr morgens Moment zu vermeiden. Diesen Moment, wo man allein mit sich selbst ist, der Blick sich nach innen richtet und man versucht herauszufinden, wie man sich wirklich fühlt. Aber ich glaube, dass dieser 3 Uhr morgens Moment kommen wird. Und ich hoffe, er kommt heute oder sehr bald. Denn das, was wir in den TV-Sendungen sehen, ist nur Maskerade. Die Mauer, die Charlie Sheen von Charlie Sheen trennt, ist kurz davor, endgültig einzustürzen.